Jetzt geht's auch. Hallo und herzlich willkommen bei 7 Days to Die mit dem Gearwolf. Ja, in der OS.0. Schaut genauso aus wie damals. Ist ja bloß Experiment. Aber jetzt schaut der Hans so richtig aus, wie er eigentlich ausschaut. Halt. Warum? Wie ein Bauch? Ja, was jetzt neu sind die Challenges da oben. Dann drücken wir jetzt mal Y. Dann haben wir jetzt da so Challenges, die wir erfüllen können. Dass es nicht ganz so fad wird. Aber können wir eh schon die erste erfüllen. Machen nämlich die Challenge-Fenster auf. Das haben wir geschafft, meistens sind wir gut. Juhu! Yeah, wir sind die Besten. Also man kann es dann anhängen, wenn man da draufklickt. Kann man es anheften. Ja. Und beenden. Gut. So, jetzt was? Müssen wir eine Steinachs machen. Red ein bisschen lauter, ich verstehe dich kaum. Du verstehst mich kaum. Warum? Ja. Muss man schon zuhören. Hä? Genau, ich glaube, der hört ein bisschen schlecht. Eine Axt craften. Craften wir mal Axt. Eine Axt craften. Eine Steinaxt. Das haben wir gut gemacht. Du hast ja schon ein Haus auch sehr spät für unsere ersten. Ja. Für unsere erste Niederkunft. Unterkunft? Nicht Niederkunft, mehr gebären ja kein Kind. Eine Unterkunft. Index muss ich jetzt muss ich noch bauen. Öffnen Challenge Fenster. Sammel Holz, sammel Stein. Stein, 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 Stein. Tut das eigentlich weh? Na, kann ich mir nicht auf den Kopf hauen. Ah. Oi. Hast du ausgeschreckt, gell? Ja, ja. Quest begonnen, Bürger von White River. Reise zur Siedlung. Gute Arbeit, Überlebender. Du hast bewiesen, dass eine ganze Menge Potenzial in dir schlummert. Wir haben den nächstgelegenen Außenposten von Red River auf deiner Karte markiert. Wie kriegst du mein Quartenintent? Dort wirst du einen Händler finden. Muss ich mal hier Mauswickel, dass ich es sehe. Bei dem du die Ware kaufen und verkaufen und Geschichten mit einem unserer friedlichen Bürger austauschen kannst. Willkommen an Bord. Noah. Das Knüppel. Primitiver Bogen. Wer möchte, kauft man jetzt die Standarddinger, so wie immer. Da brauchen wir natürlich Munition. So, es läuft jetzt da durch. Ja, und schon haben wir ganz viele Challenges beendet. Wir sind so gut. Ach, so gut, so gut, so gut. Juhu, fertig. Reparieren. Ich brauche Holz zum Reparieren. So, wir haben jetzt auch die Mail gekriegt. Findet den, wie weit ist denn dein Händler weg? 490 Meter. Ja, 476, ja. Ja, haben wir zumindest mal schon denselben, das ist ja schon mal ein Vorteil. War ja früher ganz oft so, dass was der Teufel woanders angehabt hast. Ja, wo bist du? Ja, da jetzt. Da. Nein, das bist gar nicht du, der Zombie. Auch mal aufs Hirn. Oh, nur ein Zombie. Ah nein, jetzt bist du nicht so. Die Saft hat aber ganz schön aus dem Gesicht. Ja, das ist jetzt ein wenig seltsamer, wenn das blüht. Oh, zwei Totenköpfe. Kann aber unser neues Haus werden. Gehen wir erstmal zum Händler, oder? Schauen, was bei dem in der Nähe ist. Wer jetzt mal 500 Meter laufen. So, gehen wir rein. 500 Meter ist ja nicht viel. Eine Hälfte von einem Kilometer nur. Tja, das muss ich laufen. Normalerweise alles, was länger weiter weg ist, wie das Auto lang ist, wird mit dem Auto gefahren. Liebe Grünen, ich habe wieder. Seit 2 Wochen fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit, aber ich muss euch sagen, das ist nichts für mich. Das nimmt in den Kofferraum einfach so viel Platz weg. Ja, genau. Ich fahre voll umweltfreundlich, ja, aber E-Auto, ja. Ja, ja, dafür hast du halt der Dieselaggregat so zum Lohnen. Ja. Navigate. Irgendjemand muss ja die arme Ölscheichs auch noch unterstützen. Was haben wir jetzt gestanden? Sopp. Waffen. Knochenmesser fertigen. Ich wollte ja einen Speer. Was ist ein Speer? Bär. Speerbär.
Das ist der Speer. Was brauche ich dafür? Ach, ich habe keinen Stein. Kein Stein. Na toll. Weile. So, die muss man doch nicht aufziehen. Das war an der Spur. Er rennt einfach viel, geht der Warte überhaupt nicht auf uns. Sehr unhöflich, der junge Mann. Seht's mir gar nicht. Wrecked Feeds. Wo bleibst denn? Ja. Hallo? Hier, Elektroautofahrer. Ja, ja, muss habe ich tanken müssen. Oh, Stein. Das Gebäude drin schaut auch schon mal interessant aus. Man spielt mit den Standardeinstellungen, also ist alles Standard. Das Einzige, was ich geändert habe, dass unsere Erfahrung, wenn der Mitspieler einen umbringt, ein Kilometer weit ist. Normalerweise sind es nur 100 Meter. Ja. Weil wir uns ja doch aber ziemlich weit. Weil wir uns schon lange kennen, teilen wir weit unsere Erfahrung. Ja, genau. Plündern wir erst einmal. Blut. Plündern. Ich find da gar nichts. Kann man nicht aufmachen. Howdy! Ich finde da draußen einen ganzen Haufen. Steinschaufel. Welle 1 erst, dann nehme ich die Steinschaufel. Dankeschön. Eine Steinschaufel? Darf ich dein Inventar sein? Das ist nicht sehr, sehr geiler Loot. Na? Nein. Ach, wo ist denn das Zerlegen-Dings? Jetzt habe ich eine Zeitung zerlegt, ich Dödel. Ja. Was soll ich denn zum Verkaufen? Eigentlich? Nix. Alles, was man brauchen kann. Aber nur zwei Bücher. Es bessert deine Fertigkeit zu fertigen von Rüstungen. Benutzen. Das soll jetzt zweimal. Ich wirf da Reps raus bei mir. Raus bei dir. Okay. Geht auch noch bei dir. Es geht auch noch bei. Pechvogel. Da habe ich 5 oder 6 Schüsse abgegeben. Der letzte Schuss in der Kammer verursacht den doppelten Schaden. Okay. Geschenkengaul. Ja, eben. Ja. Bisschen. Ja, ich bin beim Looten. Und draußen. Ja, der Herd, ja. Liegt der Amort ab. Ja, gleich. Das verschwindet. Das verschwindet doch nicht. Na? Leer. Da ist der Staubsauger schon durchgegangen. Ja, toll. Servus. Wie geht's? Wow, eine Steinschaufel kann man da haben. Cool. So, ich verkaufe jetzt mal was wir nicht so dringend brauchen. Ja, fuck selber auf, Alter. Was geht mir ab? Die beleidigt mich nicht lang. Kropfen. Rotzfrech, der Bub. Der nimmt ja nichts. Ich nehme da auch nicht, der stoppt 10 Stück. Was? Drücke E, um mit Automatenvermietung zu interagieren. Ja, das ist für so, du kannst mehr Sachen, Surfer, ja. Also wenn du einen öffentlichen Sachen Surfer hast, kannst du Sachen verkaufen quasi. Dann können andere Spieler da das kaufen. Thanks, buddy. Stufe 1 hat er Introvert Supply. Müssen wir ausgraben. Deswegen hat er uns eine Schaufel geschenkt. Sechst du die Quest auch schon in 250 Meter? Ich kann das jetzt, ich glaube, die habe ich noch nicht angenommen. Glaubst du die jetzt schon 6, weil ich habe eine angenommen? Nein. Gebietsschutzblock muss ich noch basteln. Ich habe mir jetzt die wieder teilt. Auf der Karte anzeigen. Entfernen. Ich weiß nicht, wie man das teilt. Du wirst doch da eine Taste geben dafür, oder nicht? Jo, da geht Tabulator. Und dann auf die Karte. Das Ding, das was du hast. Du drückst draufdrucken und geteilte Wegpunkte. Hm.
Punkt speichern, auf Karte zeigen, Wegpunkt entfernen. Na. Oder bei Freunden. Verbündete jeder. Ich hab mir jetzt so die Quest teilen können. Egal. Wo bist du denn schon wieder hingerannt? Außen. Nehmen wir gleich das Haus ein. Wir schauen uns mal die neuen Besitzer an. Ja, die neuen Besitzer sind wir ja mir. Ja, sag ich. Was neue Besitzer schauen wir uns mal jetzt an. Sagen wir es auch so. Welches Haus? Ja, da, wo wir vorher davor gestanden sind. Das Schöne. Ach so, das sind 500 Meter Entfernung. Ja, genau. Da schon so, 500 Meter ist zum Rennen. Kommt drauf an, wo die Quest ist. Meine Quest ist genau in die andere Richtung. Dann schauen wir noch in die andere Richtung. Vielleicht nein, jetzt bin ich schon unterwegs. Aber. Dann richten wir uns erst eine Bude ein, bevor wir questen. Oh, ein Baumstumpf. Immer schauen wegen Honig. Wo war eigentlich das? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Sehr schön, Orientierungssinn ist vorhanden. Das ist doch da gewesen. Rum liegt der Müll, auch nicht schlecht. Die Menschen. Oje. Ein überreiner Müll. Ja. Aber der, was da aufgekommen ist zum Müll entlehnen, der hat es jetzt verdient. Also da sein Dreck tut. Also ich hab da so eine alte Villa, das war's nicht, gell? Aber da ums Eck war das. Alles. Das ist mit dem Silo, ist das so eine Art Farm gewesen? Nein. Ja, das war aber noch, da in der Nacht. Dann ist nur hinter dem Hügel. Aber ich bin auf dem richtigen Weg. Na. Oh, sind Autos. Den nehme ich noch mit. Wow, da war da aber auch eine Riesenfarm mit. Das andere Häusl war zwar schön ausschauen. Wahrscheinlich ein Farmviertel. Farmviertel? Oder? Nein, es ist nur ein Riesengarten. Bob Sports, was sind das? Charles Corn. Bob seine Schweine. Das ist ja. Das ist ja die Standard-Map, das ist da, wo die Schweine wohnen. Da ist theoretisch ein Riesensau drin. Ich weiß nicht, ob wir da mit unserem Holzknüppel Klasse 1 einlatschen sollen. Nein, die hat. Ja, und das Häusl, das hat drei. Drei Totenköpfe. Ja, jetzt gehen wir mal zu dem Häusl, was wir vorhin gesehen haben. Das ist da hinten, ich sehe schon. Das ist ja gleich da ums Eck. Der Lust der Autostäbe, wie gibt's denn das? Ja, weil du da drauf zugelaufen bist, ich wollte da nicht was wegnehmen, sonst heißt du wieder, oh, der Luca, ja. Geil. Kennt ihr ja. Brutal bist du gut. Ja. Bin schon so lange nicht mehr gespielt miteinander, aber. Ich bin nett. Er weiß noch über seine Eigenarten. Ich bin einfach nett. Ich bin da. Vogel. Dann los, ein Vogelnest. War das Häusl? Ja. Jetzt war das Häusl. Hallo. Hat sich da geklopft. Fand ich schon wieder. Hat er sich wieder gerissen. Wir looten wir dabei da einmal. Alles gut da drin? Ja. Was ein kaputt prügelt, den armen Buben. Kommst du her? Hast du jetzt eine Garage aufmachen müssen, oder? Ich kann sie wieder zumachen. Nein, kann ich tatsächlich nicht. Warum kann ich das nicht zumachen? Sehr unsportlich. Oh, ein Bogen. Stufe 1. Zerlegen. Mit nichts drin, der Bull. Mit nichts drin. Und außenrum, ob da noch was ist?
Nix. Nix. Die Seite an sich, das schaut eh gut aus. Mauer rundum und passend tut's, oder? Ja. Also Hundehütte. Aber dann tu da mal in den Pickup mal ein paar Sachen einlegen. Ja, so macht man das. Pickup. Mach mal eine Pause, nimm dir ein Pickup. Diese Sendung kann Produktplatzierungen enthalten. Sagst du aber im österreichischen Radio. Diese Sendung kann Produktplatzierungen enthalten. Oh geil, geile Kich. Fast so schön wie das Heißel, das was wir damals gehabt haben. Weißt du, ich baue da ab fleißig schon, oder mal sauber bauen können. Der ist schon wieder drin. Nicht am Looten. Wer ist jetzt da, der Lootgeier? Ja. Blöde Kur, wollte ich sagen. Warum sagst du das nicht? Blöde Amsel, blöde. Ja, schauen wir mal. Ich sag schon, es wird wieder nix. Bevor es finster wird. Weißt du bestimmt auch nicht. Wupp! Doch, doch, du willst mich hinbucken, weißt du? Das macht uns die Tier kaputt. Ja. Der hinter. Für euch hat's dort die Tür gegeben. Ich hau ihn auf den Beidel. Was hat er davon? Waschküche. Hallo erstmal. Ein Leder in der Waschmaschine, um Gottes Willen. Oh Gott, das wird nix. Wie kann man so daneben schießen? Jawohl. Mach mir nicht viel tun. Level up. Na, schaut, da wär mir sauber aus. Bring mir noch meinen Pfeil noch. Ja, du, danke. Verlieben. Vielleicht hätte man vorher Punkte vergeben sollen, dass man mehr Schaden macht. Stimmt, da war ja was. Gehst du auf zum Laufen? Das mag ich gar nicht. Du hast aber einen schönen Anzug, auch, Herr Anwalt. Blüht nicht den ganzen Level Boden voll. Er blüht den ganzen Boden voll, der Grattler. Was kannst du denn wegputzen? Ist da jemand? Nö. Daneben. Schwester. Ja, da ein nice Outfit gekriegt. Das andere war aber sexy full aus, wie das Raudi da. Muss ich schon sagen. Schaut ein wenig alt aus. Wow. Ja. Jetzt haben wir so an sich sind ein bisschen grauer geworden. Finde ich. Ja. Ist die Arc-Fighter. Ja, lieber Arm dran als am Ab. Die Indianerweisheit. Weil du hinter dir so gelbes Zeichen hab. Wo? Wie gelb? Wie weit weg? Nein, das wird mir nicht das heu. So Abbauzeichen. So Abbauzeichen? Ja, wahrscheinlich, weil du irgendeine Quest noch offen hast, oder? Was abbauen musst vielleicht? Mein Gott! Ja, bitte. Ah, das ist es. Buddha ist kein Gott. Ist jetzt in Ruhe. Ist es in Ruhe? Fürs Erste. Oh, ich bin voll. Oh, zerlegen. Legen. Ich habe irgendwo eine Knarre gefunden. Ich habe eine Knarre. Oh. Na,
Benutzen. Ja, panzerbrechende Robotik-Geschütztürme Munition. Ah, da ist noch ein Panzerturm, ein Robotikturm. Ach, ich bin voll. Du musst looten, ich bin leider voll. Oh, was ist denn das? Schau dir mal die Seite. Okay, wenn du voll bist, dann. Ich bin voll. Nimm einfach mit. Beziehungsweise müssen wir das mal ausräumen. Was ist denn das? Muss aufbauen. Ist AI Headgear Mod Boosts. Also mit Einschau, dann kannst du so. In den Lederkoffer da, oder wie? Ja. Treasure Hunter Mod. Design Head Boost Learning Speed and Improved Discovery Loot. Ja, plus 10% XP, 10% Better Loot und Treasure Radius verringert sich um einen Meter. Also, kannst du aufsetzen, beziehungsweise musst du in ein Helm integrieren, so wie es ausschaut. Gut, dann. Fangen wir mal zusammen einmal, oder? Nein, ich kann nichts mehr aufnehmen. Ich brauche eine Kiste. Ja, unter dem Auto dabei einmal. Warum, wenn wir da wohnen, können wir da eine Kiste bauen, oder nicht? Ja, halten wir uns die Wohnung. Wer weiß jetzt, oder bleiben wir da nur über die Nacht, weil schon bald ist die Nacht. Ich baue jetzt eine Kiste. Oh! Ich kann sie nicht, wenn sie da. Du bist da gerade runtergefallen, falls du das nicht gemerkt hast. Verdammt. Ich muss nicht, weil sie auf einmal ruckartig das Geschoss verändert hat. Ich schmeiße mir da einfach mal alles rein, was ich so dabei habe. Nein, das nicht, das brauche ich zum Reparieren. Das brauche ich nicht. Kaffee! Das brauche ich nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Dann können wir zlingen. Das mal essen. Schon wieder Hunger. Irgendjemand macht unser Häusl kaputt. Ja, ich meine, wo man nicht da ist, ist ja nicht unser Haus. Also kann es kaputt machen. Sehr gut zurecht. So, machen wir noch ein paar Pfeile. Ich möchte meinen Spör. Was sag? Anstatt Keule zerlegen. Du kommst Schuss da unten, oder? Da brauchst du Hilfe. Naja, nein, ich tue. Bin gerade im Pool. Okay. Ah, da ist das Zeichen. Ja, super, einen Sturm muss ich aufklappen. Craft Lanklein Block, achso. Deswegen. Oder mal ein Messerer. Der Messerer wäre noch nicht. Also ein Messerprofi wäre noch nicht gespielt. Messerprofi? Ja, du bist viel schneller. Oh, gefährlich. Aha. Der flinke Joe. ja. Wo ist ein Mann mit flinker Zunge? Weiß nix. Wo ist ein Mann mit flinker Zunge? Ich weiß schon. Ja gut, für die erste Folge. Wir werden uns das da aber noch einmal einrichten. Dann da ich sagen, sehen wir uns am nächsten Tag wieder, oder? Oh, zum Kaffee. Zum Kaffee. Danke fürs Zuschauen, Like und Kommentar, war wunderbar. Bis zu sehen. Servus. Servus.